Ziel sein, dass dieser Krieg sich nicht ausweitet. Das ist das Hauptziel. Und wenn ich dann sehe und höre, was zurzeit in den Medien passiert, da sitzen die ganzen Leute, die seit Jahren, die niemals eine Waffe in der Hand haben, die niemals eine Uniform angehabt haben und sind dann diejenigen, die heute die Kriegsrhetorik vorantreiben und hier was erzählen, dass die NATO zum Beispiel eine No-Fly-Zone über der Ukraine einrichten sollen. Solche Leute wissen doch gar nicht, worum es da geht. Sollen amerikanische Flugzeuge oder deutsche Flugzeuge, russische Flugzeuge über die Ukraine abschießen? Dann haben wir einen Weltkrieg. Das ist das alles beherrschende Thema. Und wir hatten am letzten Sonntag eine Sondersitzung des Bundestags zu dem Thema. Der Bundeskanzler Scholz hatte eingerufen dazu und hat zur Überraschung aller auf einmal die Schatulle aufgemacht. Er hat davon gesprochen, dass es 100 Milliarden Euro geben wird für die Bundeswehr. Spricht er von einem sogenannten Sondervermögen. Und das ist schon mal ein Euphemismus, den muss man sich schon mal reintun. Das heißt, weitere 100 Milliarden Euro Schulden werden das sein. Und das sind die Leute, die dann aufstehen von den Grünen und von der SPD und von der Linkspartei und da klatschen stehen für 100 Milliarden Aufrüstung der Bundeswehr, die seit Jahren, ich bin im Verteidigungsausschuss, seit Jahren jedes Mittel versucht haben zu verhindern, was an die Bundeswehr geht. Das sind die, die keine bewaffneten Drohnen wollen, die keine neuen Flugzeuge wollen. Das sind diese Leute, die dann dort stehen und Kriegstreiber sind. Aber das sind die Grünen. Wir kennen die Grünen. Es waren schon die, die damals im Balkankrieg den Jugoslawienkrieg mit angeheizt haben. Und Joschka Fischer war einer der größten Kriegstreiber in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands. Und jetzt haben wir die Grünen wieder in der Regierung und wieder haben wir Krieg. Und, liebe Freunde, wir müssen alles daran setzen, dass es hier nicht zu einem Flächenbrand kommt. Und die Gefahr ist groß. Wir haben gesehen, dass hier in Polen davon gesprochen wird, freiwilligen Verbände aufzustellen, die dann in die Ukraine entsandt werden. Hier wird versucht, ein Land sich als Kriegspartei mit zu etablieren. Das heißt, die NATO kann in einen Konflikt gezogen werden. Das heißt, wir können in einen Konflikt gezogen werden. Das darf es nicht geben. Und dann hat der Franz schon von den Flüchtlingen gesprochen, die jetzt kommen aus der Ukraine. Und wir sehen die Bilder, welche Flüchtlinge dort kommen. Das sind in erster Linie nicht unbedingt die, die wir hier erwartet hätten, die aus der Ukraine kommen. Ich war selbst im November an der Grenze zu Lettland und zu Weißrussland. Da habt ihr die Grenzsicherungsanlagen angeschaut. Und habt dort gesehen, wie dort ständig die Grenze verletzt wird. Wir haben Videos gesehen von den Grenztruppen, wer es dort über die Grenze kommt. Und genau diese, die dort schon in Weißrussland sind, sind in den letzten Tagen umgeleitet worden, direkt in die Ukraine, direkt an die Grenze nach Polen und kommen jetzt über den Umweg Ukraine nach Westeuropa und sind die Ersten, die sich in die Busse drängeln und die Frauen und Kinder aus der Ukraine erstmal hinten anstellen lassen. Das ist eine Schweinerei, die dort passiert und sie wird von unseren Medien auch wieder nicht veröffentlicht. Und liebe Freunde, wir bekommen gerade auch jetzt im Verteidigungsausschuss ständig neue Informationen über die Lage in der Ukraine. Ich bin am Montag wieder bei einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses in Berlin und wir bekommen dort Nachrichten vom Bundesnachrichtendienst, die Bundeswehrführung berichtet darüber, die Geheimdienstinformationen, die wir dort haben. Und wir müssen sehen, es ist dort ein schmutziger Krieg, der dort stattfindet. Es wird Zivilbevölkerung attackiert. Wir müssen uns vielleicht die Bilder, die wir gesehen haben von Grosny, wer sich an Tschetschenienkrieg erinnert, wie die Stadt ausgesehen hat, das ist das, was Kiew auch droht. Wir müssen hier alle Hebel in Bewegung setzen, gerade auch von westlicher Seite. Auf der einen Seite nicht anheizen, aber auf der anderen Seite sehen, dass wir die humanitäre Frage dort lösen, dass jetzt wirklich die Korridore aufgemacht werden, dass die Menschen aus dieser Stadt raus können. Und wir müssen auch an die ukrainische Regierung auch appellieren, hier zu Waffenstillstandsverhandlungen mit der russischen Föderation zu kommen, um diesen Konflikt so unblutig wie möglich zu beenden. Jawohl, genau. Aber liebe Freunde, wir stehen auch an einer Zeitenwende. Die Zeit wird nicht mehr so sein in Zukunft, wie sie vor diesem Krieg war.
Wir sehen, dass es hier Bestrebungen gibt, jetzt auch wieder ins Militär zu investieren. Auf einmal kommen Parteien um die Ecke wie die CDU, die seit 16 Jahren die Verteidigungsminister gestellt hat, die Wehrpflicht abgeschafft hat. Das war ein CSU-Verteidigungsminister, der dieses Land wehrunfähig gemacht hat, der mit solchen Truppen, wie wir an Verteidigungsministern hatten, wie von der Leyen, AKK, oder wenn Sie sich jetzt die Frau Lambrecht anschauen, es ist eine solche Schande. Es ist wirklich, das bereitet körperliche Schmerzen, wenn man im Verteidigungsausschuss sitzt und muss mit solchen Leuten gegenüber sitzen, und die geballte Dummheit springt einen dort an. Die, die dafür verantwortlich sind, dass unser Land heute nicht verteidigungsfähig ist, dass die Bundeswehr nicht einsatzfähig ist, wir haben verrottetes Material, wir haben beim Personal nicht die Personen, die wir brauchen, wir haben vor allem, was ist auch das Wichtigste, sie können eine Armee ausrüsten mit dem besten Gerät, wenn die Kampfkraft, der Kampfeswille nicht dort ist, dann ist eine Armee wertlos. Wir haben es in Afghanistan gesehen, eine Armee, die mit besten westlichen Gerät ausgerüstet wird, ist implodiert. Und das wäre auch die Situation, die heute in Bezug auf die Bundeswehr wäre. Wir sind nicht in der Lage, unser Land zu verteidigen mit dieser Armee, und wir werden, hier ist der Verfassungsauftrag seit Jahren nicht erfüllt worden. Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Und man hat sich in Afghanistan rumgetrieben, wir sind immer noch in Mali mit unseren Soldaten, und wir müssen unsere Soldaten zurückholen, wir müssen die Bundeswehr vernünftig ausrüsten, das Personal vernünftig schulen, und dann sind wir auch wieder in der Lage, unser Land zu verteidigen. Und darum wird es gehen in Zukunft, dass wir wieder verteidigungswillig sind. Wir haben von der Fraktion der AfD von Beginn an ein Papier aufgestellt, eine Studie in Auftrag gegeben und haben das Papier Streitkraft Bundeswehr genannt. Dort steht genau drin, wie die Struktur aussehen soll, welche Maßnahmen notwendig sind. Und heute kommt die CSU um die Ecke und die CDU um die Ecke und sagen, ja, wir waren schon immer dafür. Ja, vielen Dank. Diese Leute, diese Heuchler in der Politik, wir sind die einzige Partei, die immer klare Kante gezeigt, die immer die Probleme benannt hat, die in unserem Land herrschen. Und wir sind auch diejenigen, die die Lösungen haben. Und das wird auch die Zukunft sein für unser Land. Und ich bin sicher, dass sich in Zukunft viele Menschen neue Gedanken machen und auch die AfD mit anderen Augen betrachten wird. Und das gibt mir Zukunft und freut mich für unser Land, dass wir in Zukunft einen besseren Stand haben werden und als Partei endlich auch die Position bekommen in der Parteienlandschaft, die uns zusteht. Ja, genau. Freunde, es ist kalt und klatscht nochmal für Ordnung und Ordnung. Vielen herzlichen Dank.